Hey Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wenn ihr neu seid, unbedingt abonnieren, denn es wird ganz, ganz viele Folgen von dieser Trainerkarriere geben und natürlich aber auch PES allgemein. Und wir starten auf jeden Fall rein mit Lothar Matthäus bei Bayern München. Ist ja fast schon Tradition, wir haben das jetzt schon 3 Jahre hintereinander gemacht und letztes Jahr lief am besten, habe ich nämlich das Triple gewonnen, also wie Bayern in echt. Das spielt total irgendwie zusammen. Das ist total realistisch und total cool gewesen. Ich bin total hyped auf diese Karriere. Ich freue mich richtig. Also wie gesagt, gerne mal ein Like da lassen. Ich würde mal sagen, so, komm, für Trainerkarriere hauen wir mal raus. 70 Likes, schafft ihr das? 77, nicht 70, 77, eine Schnapszahl. Das wäre ganz geil, wenn wir das schaffen. Haut mal richtig raus und dann können wir auch hier sagen, Champions League und Liga. Also wir wollen Minimum wieder das Double, vielleicht sogar wieder das Triple. Ja, wir müssen auf jeden Fall Gas geben. Wird auf jeden Fall hart. Ich freue mich richtig. Übrigens, falls ihr euch fragt, hä, der hat Bundesliga in PES drin? Wie geht das denn? Unbedingt mal rechts oben am i beim Lizenzvideo vorbeischauen. Da gibt es ein Tutorial, da könnt ihr euch einfach alles Schritt für Schritt anschauen und nachmachen und dann habt ihr auch die Bundesliga drin und könnt dann auch bei Bayern starten, bei Dortmund, bei wem auch immer, also ganz, ganz normal, alle Vereine mit dabei. Es macht total viel Spaß, es ist richtig, richtig cool. Ja, da war ich tatsächlich auch in echt in diesem Presseraum, war ich schon mal tatsächlich, ja, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Da saß zwar nicht der Lodder oben, aber der Herr Rummenigge und Gnabry und so, ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war. Aber ist auf jeden Fall ein Höhepunkt meiner Laufbahn gewesen und deswegen ist es auch ein Höhepunkt der Laufbahn von Lothar Matthäus, ganz, ganz klar, definitiv. Welche Art von Fußball wir spielen möchten, da bin ich mir selber noch nicht ganz so sicher. Ich erzähle euch das dann gleich mal, aber ich denke mal, dass wir auf harten, also auf wirklich harten Kampf gehen, ja. Alaba sagt in der Pressekonferenz, dies ist die richtige Mannschaft für mich, das würde ich natürlich in echt auch gerne hören. So, wir gehen ins Spiel, Arminia Bielefeld ist unser Gegner im Supercup. Ein bisschen unrealistisch, aber das ist halt ein Bug und so, machst du nichts. Im Stream haben wir nicht nur die Transfers gemacht, sondern auch eine Taktik erstellt und eine Aufstellung und mit der werden wir jetzt natürlich direkt reinstarten. Das ist mega nice. Kouassi oder so, ich kann den echt nicht aussprechen, den Typen, keine Ahnung. So, jetzt kann ich hier gar nicht auf Einstellungen drücken, ich wollte euch das nämlich eigentlich zeigen. Ich habe ultra viel Schiss, denn ich habe mir überlegt, weil ich ja bei PES 20 auf Top-Spieler gespielt habe und eigentlich echt gut war. Ich meine, beiden echt ist auch gut und einen echt gewinnt gegen Barcelona 8:2 oder so. Deswegen brauche ich mich hier nicht schämen, wenn ich irgendwie gegen Schalke mal irgendwie 5:0 oder so gewinne. Nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, auf eine Schwierigkeitsstufe höher zu stellen. Also Superstar. Und das ist eigentlich die höchste Stufe. Wenn man 5 Spiele auf Superstar oder so gewinnt, dann wird quasi noch eine höhere Stufe freigeschalten. Legende oder so. Aber Superstar ist, wenn ihr das Spiel kauft, die höchste Stufe. Und die probiere ich jetzt einfach mal aus. Es ist jetzt nur der Supercup. Wäre natürlich peinlich, wenn wir jetzt da gegen Bielefeld verlieren. Nichtsdestotrotz probiere ich sie hier einfach mal aus. Und wenn sie zu schwer ist, dann kann ich ja immer noch runterstellen. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben. So, ich freue mich jetzt unglaublich darauf, mit dem Trippelsieger spielen zu dürfen. Mit den Super Bayern und natürlich auch mit Alaba als Innenverteidiger und Davis als Linksverteidiger. Falls übrigens in echt irgendwie Alaba wechseln sollte oder so, dann probiere ich den natürlich auch hier dann im Spiel quasi ja, zu verkaufen. Boah, ich muss mich... Oh, Lewandowski jetzt direkt mit dem Tor! 5. Spielminute! Robert Lewandowski! Yes! Bam! Ja, und im Supercup ist es natürlich schön, die Torhymne zu hören. Wunderbar. Wunderbar. Leider immer noch nicht im Spiel drin, soweit ich das weiß. Könnte ein Lag gewesen sein.
So, wir setzen mal wieder Gunde unter Druck. Das ist das frühe Pressing, habe ich immer gern gemacht. Also die haben Champions League Finale gegen Paris Saint-Germain auch gut geklappt. Oh, Gnabry. Oh, der Ball abgefälscht, oder? Was? Der war nicht abgefälscht. Boah. Das war quasi die beste Chance. Das war ja nicht so eine richtige, richtiger Torschuss, aber wenn der den erwischt, ist es auf jeden Fall ein Tor. Und jetzt ist es Gnabry, dass der nicht drin ist. Das wäre so wichtig vor der Halbzeit. Fünfte Minute, 1-0 Lewandowski. Damit gehen wir in die Halbzeit, aber den hätte Gnabry schon machen müssen. Eieiei, was war das denn? Also auf dem Schwierigkeitsgrad kommt man zurecht. Man sieht, ich habe schon auch deutlich mehr Chancen. Problem ist, die Chancen sind nicht so hundertprozentig. Und sie sind nicht so, dass ich sage, boah, das sind so richtig bam bam, eins nach dem anderen. Aber dafür ist es auch ausgeglichener. Dafür hat auch Bielefeld mal eine Chance, mal einen Angriff und so. Also hat echt Vor- und Nachteile, ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ey, das gibt's nicht, der muss da jetzt mal rein. So, es gibt einen Triple-Wechsel, es kommt Leroy Sané. Debüt quasi jetzt hier für die Bayern. Unser nächstes Debüt aber auch, James Rodriguez kommt direkt rein. Oh, jetzt ist Sané direkt da. Und da fällt das Tor. Sané eingewechselt. Und Lewandowski macht das 2-0. Ja, James Rodriguez ist auf jeden Fall dabei. Und Hernandez ist in der Abwehr. Ey, da ist lieber Sané eingewechselt. Und schon fällt das Tor. Ein bisschen auf Umwegen, aber es ist scheißegal. Und jetzt hat Sané auch eure gewünschte Nummer 10. James Rodriguez mit 22. Falls wir irgendwie Nummern ändern sollen oder so, geht das wahrscheinlich jetzt nur in der Transferphase. Also jetzt gerade noch. Ja, Leroy Sané, dass der den nicht reingemacht hat, ist krass. Aber es war eine sehr, sehr gute Chance. Oh, Neuer. Oh, Lewandowski, Mann, scheiße. Komm, Coman, schieb ihn rein. 3-0. Sack zugemacht. Ähnlich wie das 2-0, so ein bisschen Kuddelmuddel. James Rodriguez kommt da noch dran, trifft den Ball entscheidend, der hüpft da über den Torwart irgendwie drüber. Er ist natürlich auch noch voll dran, aber ja, es hat funktioniert und Kingsley Coman schiebt ein zum 3-0. Und Coman, 4-0. Yes! Bielefeld wird zum Ende hin nochmal dominiert. Und James Rodriguez mit seiner ersten Vorlage. Ja, für Bayern kann man nicht sagen. Der war ja schon mal bei Bayern ausgeliehen. Jetzt haben wir ihn wieder zurückgeholt quasi. Schönes Ding. Coman steht gut. Köpft ein mit seinem Doppelpack. Und damit ist das Spiel zu Ende. Wir schaffen es auf Superstar. Den DFL Supercup zu gewinnen. So, wir gucken mal ganz kurz drauf. 67% Ballbesitz, 13 zu 3 Schüsse, 6 zu 1 aufs Tor, fast 200 Pässe, 199, fast hätten wir es geschafft. Sehr realistisches Spiel gewesen und mir gefällt die Einstellung Superstar bis jetzt gut. Ja, und damit geht's zum Eröffnungsspiel. Die Bayern dürfen die Bundesliga eröffnen gegen Leverkusen. Starker Gegner, aber wir haben uns nicht zu verstecken, definitiv. Wir probieren es wieder auf Superstar, deswegen habe ich schon echt viel Angst, sage ich ganz ehrlich. Aber wir spielen zu Hause, wir geben Gas.
Ich gebe mein Bestes. Boheimische Kulisse steht hier. Und hinter der Kulisse, das ist auch was Cooles. Ich habe einen neuen Kanal aufgemacht, einen Real-Life-Kanal. Da kommen in nächster Zeit ein paar coole Videos mit einer Freundin von mir, auch so ein paar Spielerunden, nenne ich es jetzt mal, so ganz lustige Geschichten. Und falls ihr darauf Bock habt, dann müsst ihr unbedingt auf dem Kanal vorbeischauen. Und da gab es nämlich auch ein Video, hinter den Kulissen, also habe ich euch quasi einen Tag gevloggt, was ich quasi hinter den Kulissen mache. Das ist absolut cool gewesen. So, die neuen roten Streifen an der Decke. Super cool. Und der neue rote Tunnel hier, sieht extrem geil aus. Ich hab Bock. Wir legen los. Bundesliga-Start. Und Lewandowski, der Ball ist drin. 1-0 zu Hause! Nice! Zehnte Spielminute! Schönes Zusammenspiel, Sané und Davis. Und Davis mit einer guten Flanke. Lewandowski dann ein bisschen Glück. Aber der Ball ist drinnen! Ja, schade, Müller wäre auf jeden Fall zu einer Flanke bereit gewesen. 1-0 zur Halbzeit. Also ähnlich wie gegen Bielefeld gerade. Ist ein bisschen schwerer. Also Leverkusen hat auch Phasen, wo sie echt den Ball laufen lassen, echt Ballbesitz haben. Problem, sie machen nur nichts draus. Jetzt haben sie mal auf ausgewogen gestellt, bisher ja immer auf defensiv. Und sie waren halt echt so, dass sie nicht wirklich viel draus gemacht haben. Da geht natürlich Zeit flöten und ja, aber es ist nicht schlecht oder so. Wie gesagt, halt relativ realistische Spiele. Also gegen Leverkusen hat man halt so Phasen, das ist einfach so. Thomas Müller. Schöne Chance, schöner Schuss. Sehr schöne Grätsche von Alaba. Und jetzt zieht Davis nochmal an. Der wird da auch umgenockt, aber das geht noch weiter, gibt Vorteil. Ball noch im Spiel. Ich würde gerne auch wechseln, habe ich eigentlich schon länger her eingestellt. Gnabry wird nochmal gestreckt. 40 Sekunden gibt es noch. Und noch eine gelbe Karte für Tah. Aber wir haben es geschafft. Auch wenn es nur ein 1-0 ist. Auf Superstar wird es halt immer so sein, dass es echt eher knappere Ergebnisse gibt. Aber ich bin damit hoch zufrieden. Verdient ist es und hoch zufrieden bin ich auch, definitiv. Jetzt wird sich schon in den sozialen Medien beklagt, dass wir James Rodriguez nicht mal eine einzige Minute spielen lassen haben. Nicht mal eingewechselt und so. Wird sich schon bei mir beschwert. Perfekt. Geht ja gut los. Zweiter Spieltag auswärts jetzt gegen Augsburg. Und Augsburg ist ja fast schon so ein kleines Derby, deswegen pulsieren hier auch ein paar Balken. Das finde ich auf jeden Fall ganz angenehm und nett. Weil sich beschwert wurde, setzen wir einfach mal James Rodriguez von Anfang an anstatt von Müller ein. Und Goretzka können wir auch mal anstatt von Thiago rein. Man muss ja auch mal ein bisschen mixen. Alaba raus, Boateng rein. Wobei, wir tun nicht Boateng rein, sondern wir tun mal diesen neuen hier rein. So, das erste, ja, halbe Derby, sag ich mal, auf Superstar. Das wird sehr interessant wahrscheinlich. So, da haben wir den neuen Spieler, oh, der ist relativ groß. Sah im Foto nicht so aus. Ja, Davis ist halt einfach Davis, ne? Ja, und da ist wieder der Davis. Alter, ich finde Davis so geil, wie schnell der einfach ist. Oh, naja, der Ball ist drin, aber es ist abseits. Gott sei Dank. Uiuiui. So, wir bekommen einen Freistoß und ich habe ja gesagt, das könnte was für James Rodriguez sein. Wir testen es einfach mal aus. Der Torwart muss hin. Aber er hat ihn halt auch. Oh, Ball, geh rein! Was für ein Reflex vom Teuter.
Schöner Schuss von Kimmich. Und dann die Hacke von Coman. Und dass der Torwart den dann noch so kratzt. Also von Kimmich. Er liegt schon am Boden und dann... Boah. Eieiei. Dass der den hat. Krasser Scheiß. Und Lewandowski. Die Hacke geht nicht rein dafür von Lewandowski. Der Seitfallzieher. Oder Fallrückzieher, wie auch immer. Lewandowski bisher der am meisten getroffen hat bei uns. Bis jetzt, der hat in jedem Spiel schon getroffen. Also gegen Bielefeld, gegen Leverkusen und jetzt hier auch gegen Augsburg. Neuer. Ich hatte schon ein bisschen Schiss. Das war echt knapp, aber die kurze Ecke dann doch für Neuer kein Problem. Oh, James Rodriguez, schöner Schuss. 1-0 zur Halbzeit. Viele kleinliche Fouls. Schiri pfeift auch sehr klein, Kleinigkeiten so. Also insgesamt haben wir hier schon 6 Fouls, 4 auf seinen Augsburg, 2 von mir. Schüsse haben wir auf jeden Fall mehr, ein bisschen mehr Ballbesitz, aber es ist ein schwieriges Spiel. Augsburg auch 4 Schüsse, 2 aufs Tor, also sie probieren definitiv. Oh, Goretzka! Was ein guter Eckball und Kopfball. Oh, gute Chance, 1-1. Neuer kommt nicht mehr hin. Gregoritsch macht sein Tor. Scheiße. 62. Spielminute. Da haben sie hier schnell und gut gespielt. Und da komme ich nicht mehr hin. Und gut gemacht, was soll man dazu sagen? Gibt auch direkt 2 Wechsel, hatte ich schon voreingestellt, leider jetzt erst. Also irgendwann muss aber jetzt auch mal eine Karte her. Also ganz ehrlich, ist überfällig, dass hier gelb kommt. Also ganz, ganz ehrlich. Geht gar nicht. Und Goretzka, endlich! Wieder ein guter Eckball. Und immerhin im zweiten Anlauf. Yes! Oh, schöner Kopfball auch wieder von Goretzka. Immerhin im zweiten Anlauf dann reingemacht. Torwart lag am Boden und Goretzka setzt nach. Sehr schön. Alter, also ohne Müll. Das ist halt so lächerlich. Der Schiri gibt, also er pfeift alles, aber er gibt wenig Karten. Ah, jetzt muss auch noch Coman. Alter, ist das ein Dreck. Ja, das ist auf jeden Fall eine neue Einblendung. Das gab es vorher nicht. Wird nochmal gecheckt, dass alles regelkonform ist. Oh, Neuer fängt ihn da auf, als wäre es nichts, aber... Ich hatte schon Bammel wieder. Ja, und da zückt er gleich die gelbe. Klar, ist berechtigt, aber dass es vorher dann keine gibt, ne? Das ist so dumm. Oh, Müller. Gut, dass ich abgezogen habe, sonst hätte ich den Ball verloren. So gibt's eine Ecke. 2 Standards unsererseits, entscheidendes Spiel. 2-1 geht's aus. Wir haben gegen Augsburg gewinnen können. Relativ knapp. Aber ich weiß nicht, also der Torwart, der war halt einfach krass. Der hat sau viel gehalten. Es gab so viele Fouls. Das ist echt ganz, ganz kurios. War schon ein cooles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch nochmal 2 Fouls in der zweiten Halbzeit nachgelegt, aber Augsburg mit 7 Fouls insgesamt. Wir hatten deutlich mehr Chancen, Schüsse und waren echt eher am Drücker. Augsburg hat aber trotzdem alles reingehängt und hat probiert und dementsprechend knapp ist das Ergebnis. Aber nichtsdestotrotz können wir weitere 3 Punkte einfahren, bleiben damit ungeschlagen und sind somit auch auf Platz 2. Also volle Punktzahl, Leipzig hat halt ein bisschen mehr Tore und so, aber...
ist egal. So, ein paar Tage gibt es noch die Transferphase. Das heißt, falls ihr noch Wünsche habt, die Nummern zu ändern, also von James Rodriguez und Depay und Hudson-Odoi und so, da gerne mal reinschreiben. Das müsste jetzt dann noch funktionieren, wenn ich hier Nummern ändern drücke. Hier ist der kleine Überblick für euch, könnt ihr mal reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich. Ich sehe nämlich, dass wir nächste Folge absolut eskalieren. Also nächste Folge kommt hoffentlich direkt morgen und wir spielen gegen Ajax. Amsterdam, also extrem spannendes Spiel, vor allem auf Superstar, das wird super, super heftig. Direkt gegen Dortmund das Spiel, ja, also absolut krass. Und die letzten Jahre haben wir da auch immer eigentlich ordentlich rasiert, vor allem eben zu Hause in München, also echt realistisch, wie die Bayern in echt auch. Auf Superstar wird aber auch das schwer und dann gegen Schalke, also wir haben gegen Ajax zusammen ein super schweres Spiel, gegen Dortmund und gegen Schalke ja beide eigentlich ein Derby, kann man sagen. Also Dortmund das richtige Derby und Schalke ist aber auch so eine kleine, ja, ein bisschen so wie bei Augsburg einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Ist egal. Auf jeden Fall wird super, super krass. Schaltet unbedingt wieder mit rein. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei meinem neuen Kanal vorbei, hinter den Kulissen. Und unbedingt auch hier auf diesem Kanal abonnieren. Würde mich super, super, super freuen. Macht's gut, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.